Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. In das Land, darin Milch und Honig fließen. Ich werde sein, der ich sein werde, sagt Gott. Und dann verspricht er: Ich bringe dich in das Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist so viel, Gott, so viel. Milch und Honig, Gott, das klingt so süß, reich, gut, schön. Das klingt nach prallem Leben. Ich gebe zu, Gott, ich wünsche mir, dass das Leben immer so wäre, so voll und so prall und so schön. Leider ist das aber nicht so. Jedenfalls nicht, wenn ich auf mein Leben gucke. Da ist nicht immer alles gut und gerade und schön. Da ist auch anderes. Da ist Chaos. Weil ich mich im Leben verheddere, falsche Entscheidungen treffe, Fehler mache, Wichtiges vergesse, weil ich auch zweifle an mir und an dir. Herr Gott, rufe ich dann oder flüstere es, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wenn wieder alles echt doof ist. Und ungerecht. Jedenfalls glaube ich das, weil die anderen mehr Glück haben, weil bei den anderen alles rund läuft.
Neidvoll sehe ich dann nur das, was ich glaube, gerade nicht zu haben. Und das ist doch ungerecht, Gott, oder? Doch, doch. Für dich erscheint es so, als sei das ganze Leben ungerecht. Als sei ich ungerecht. Weil ich nicht tue, was du dir gerade jetzt wünschst. Aber hörst du dir dann einmal selbst zu? Ist das Leben ungerecht? Vielleicht. Oder könntest du deinen Blick ändern? Von meiner Warte aus sieht manches ganz anders aus. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel ist das so. Aber ich bin nicht du. Eben. Ich sehe das Leben so, wie ich es sehe. Ich sehne mich dann eben nach einem anderen Leben. Nun gut. Und wenn du dich dann nach einem anderen Leben sehnst, was siehst du dann? Was ist dann deine Sehnsucht? Ich wünsche mir im Chaos des Lebens dann manchmal etwas mehr Ordnung, mehr Orientierung. Aber die findest du dann auch. Ja. Ja, die finde ich dann. Und dann sehe ich die Freunde, bei denen ich immer glaube, dass alles perfekt ist, und das ist es gar nicht immer. Und ich sehe, was ungerecht ist, aber ich traue mich, etwas zu sagen. Und ich kann es auch aushalten, dass mein Leben so ist, wie es ist, weil immerhin, Gott, ist es da nicht langweilig. Ach, na, dann habe ich ja Glück gehabt. Und ich merke in meiner Sehnsucht, dass ich meinen Blick ändern kann, Neues entdecken kann. Gut. Gott? Ja. Gott, es ist gut, dass du mich kennst und dass wir so reden können. Und noch was. Ich glaube, in meinem Leben gibt es ganz viel Milch und Honig. Viel mehr, als ich manchmal denke. Danke. Amen.